Den Ball ganz einfach zum okay. Reinkommen. Ein bisschen für ein Ballgefühl bekommen, ja. Okay? Guck mal, hopp. Ja, guck mal. Ja. Der war schon drin. Da würde man jetzt sagen, Patata Caliente. Heiße Kartoffel. Nein, komm her. Okay. Ja. Hopp, jawohl, gut so. Oder Gerke. Hopp. Ja, bleib dran da, gut. Was ist das Wichtigste beim Torwarttraining? Was muss jeder Torwart können? Erstmal schon das Allerwichtigste, Bälle fangen, ja. Pass auf, das war schon ganz gut. Jetzt machst du mit der Klatschbewegung. Wenn ich den Ball fallen lasse, klatschst du einmal in die Hände und fängst den Ball, okay? Jawohl. Jawohl. Oh, wo war das Klatschen? Ich habe das Klatschen vergessen. Klatschen vergessen? Okay, komm. Okay. Ja, aber gibt es... Jetzt zweimal. Vorne, hinten. Vorne, hinten. Zack, zack, zack. Und dann fangen, wenn ich den Ball fallen lasse, okay? Fertig? Gut! Gut! Und komm. Wie hat sich das Torwarttraining in den letzten Jahren verändert? Oh, Entschuldigung. Ja, auf jeden Fall. Ne? Das Torwartspiel hat sich ja auch verändert. Ich habe eigentlich die Entwicklung ja noch mitgemacht, weil ich in meinen ersten Jahren ja noch den Ball bei Rückpässen in die Hand nehmen durfte. Habe also die Veränderung aktiv gespürt. Und man hat es jetzt gesehen bei der Weltmeisterschaft, wurde viel darüber gesprochen. Manu Neuer praktisch als Libero. Das ist das moderne Spiel. Der Torwart, sage ich immer, ist eigentlich schon heute der erste Angreifer. Ja? Trotzdem immer noch Priorität hat einfach Bälle halten. Also es nutzt nichts, wenn man gut mit dem Fuß ist und die Bälle und eine tolle Spieleröffnung hat. Also das Bälle halten gehört noch dazu. Du machst immer die Bewegung, berührst das Hütchen und die spielen da flach hin, fällst du zum Ball. Okay. Und schnell hintereinander. Immer wieder Hütchen berühren. Okay, alles klar. Ja, zack, fallen. Wir machen einmal ganz ruhig. Ja, pass auf. Zack und runter. Ja, und den Ball weg und wieder hoch. Zack, genau. 6 Stück machen wir davon. Ja, ganz ruhig, ganz ruhig. Du kannst den Ball, wenn du den gefangen hast, kannst du ihn da wegrollen oder so. Ne? Brauchst du nicht mehr zurück. Ich habe hier die 6 Bälle schnell hintereinander. Okay? Und komm. Hopp. Jawohl. Und komm. Hopp. Ja, weiter, Junge, komm! Hopp! Ja, weiter, weiter! Was ist los? Komm, Junge! Komm, weiter, komm! Und nochmal! Und der Letzte, und der Letzte! Komm! Kämpfen! Ist Manuel Neuer der beste Torwart der Welt? Ja, das ist jetzt ein Riesenthema geworden. Ich denke, ja. Na, er ist einfach komplett. Er kommt vor allen Dingen aus der Schalker Jugend, was ja auch dafür spricht, dass er der Beste der Welt ist. Nee, Spaß beiseite. Ich glaube schon, dass er der Kompletteste ist von allen. Was unterscheidet ihn von der anderen? Ja, das muss man einfach, wenn man ihn live im Stadion, im Fernsehen kommt es manchmal gar nicht so rüber. Was mir besonders imponiert, ist einfach, dass er immer dominant ist. Er geht immer aktiv in die Bälle rein, er wartet nicht, er ist aktiv im Geschehen. Manchmal an der Grenze, dass er zu viel Risiko nimmt, das weiß er auch. Das ist manchmal auf der Rasierklinge, was er macht. Aber das ist einfach das Können, was er hat. Und es geht ja auch zu 95% gut. Super. Ja? Nicht so gut. Reicht dir? Wir müssen noch 2-3 machen. Ich habe noch Fragen. Okay. Jetzt machen wir eine für den Kopf. Ich glaube, im Kopf ist er gut drauf. Ja? Okay. Eine Konzentrationsübung machen wir jetzt. Eine ganz einfache Sache. Das gefällt dir? Du stehst hier, tiefe Stellung. Ich roll 2 Bälle, ja, und rufe eine Zahl. Rufe eine Zahl. Bei einer geraden Zahl gehst du zu dem Ball. Ja. Bei einer ungeraden Zahl gehst du zu dem Ball. Wir machen mal eine kleine, ganz langsam erstmal. Ne? 2. Genau. Sehr gut. Ja, das wird dann immer ein bisschen mehr. Gib mir noch mal, wir fangen gleich an. Nehmen wir noch mal die Bälle raus. Also, gerade rechts und gerade links. Aha. Haben wir drin, oder? Haben wir drin. Ja, klar. Okay. 2. Nee, anders auch. Ja, konzentriert. Bleib konzentriert auf Spannung. 4. Ja, okay. Ja, siehst du. Ganz einfache Sache eigentlich. Ja, das schaffst du aber. Komm. Komm, wir machen es nochmal. Das ist ein bisschen ungewohnt. Ich guck auf beide Bälle. Ja. Konzentrier dich nochmal. Das schaffst du. 5. Jawohl, guck mal, sehr gut. Siehst du? Da haben wir schon Trainingseffekt jetzt, ja? 1. Ja, gut. Gut, Dirk. Komm, noch 2 Aktionen da. Komm. 100.
Oh, was ist ja? Okay, komm, letzte. Letzte. Reicht? Okay. Okay. Fabian Giefer, Ralf Herrmann. Ja. Was zeichnet die beiden jeweils aus? Ja, das ist ja jetzt, das kann man jetzt nicht ein, zwei Sätze fassen. Ralf hat, glaube ich, die Entwicklung von Ralf ist unglaublich. Also das, was Ralf im letzten halben Jahr geleistet hat, das war fantastisch. Ja, er ist auch sehr, sehr komplett. Ich sehe keine Schwächen. Also er hat auch eine sehr gute Spieleröffnung. Ist körperlich sehr robust. Ja, holt auch mal Unhaltbare raus, was eben auch einfach klasse ist. Ist präsent. Gute Körpersprache, all das ist Ralf Herrmann, das muss man sagen. Und Fabian ist jetzt der Challenger, ja, der auch schon einiges bewiesen hat in der Bundesliga und der jetzt den Druck natürlich auf Ralf erhöht und das ist aber immer gut. Wie gemein ist Ihr Job eigentlich oder wie unfair, dass Sie eventuell das Zünglein an der Waage sind, wer da letztendlich zwischen den Pfosten stehen darf? Nein, ich sehe das jetzt gar nicht so als meine Entscheidung, sondern wir haben das schon in der Vergangenheit so gehandhabt. Letztendlich der Cheftrainer hält den Kopf hin und der Cheftrainer hat auch die letzte Entscheidung. Und wir beraten uns aber täglich, also im Trainerteam, im gesamten Trainerteam reden wir darüber und diskutieren das. Und aber die ultimative Entscheidung obliegt dem Cheftrainer. Mhm. Eine Übung noch und dann noch eine Frage. Okay, alles klar. So, jetzt hast du so schön mit zwei Bällen gearbeitet. Jetzt probieren wir es nochmal. Bisschen Geschicklichkeit, Gewandtheit. Ja. Also auch was Spaß macht. Und zwar mit zwei Bällen. Du hast einen Ball in der Hand. Du wirfst ihn immer, ich werf den immer auf die Brust und du wirfst ihn immer oben drüber. Also so einen leichten Bogen und relativ auf Schnelligkeit. Ja? Okay. Fangen wir mal erstmal ganz harmlos an. Okay, komm. Hopp, hopp und schneller. Hopp. Jawohl, bist du Handballer? Jawohl, das kannst du. Okay, gut, das reicht schon. Und jetzt kommt aber irgendwann, ohne dass ich was sage, werfe ich einen Ball und dann gehst du zum Ball hin. Okay. Ja, kommst ein bisschen vor, dass er nicht auf das Hütchen fällt. Okay, komm her. Hopp, hopp und schneller. Und komm, und komm. Jawohl, jawohl, jawohl. Und da ist er, komm, hopp. Jawohl, gut. Hör mal, sehen wir hier noch einen Torwart. Ist ja unglaublich. Ja. Komm, jetzt nochmal andere Seite. Hopp, hopp, hopp. Hopp, und da ist er, hopp! Ja, war so eine ähnliche Bewegung wie beim Fliegenfangen, aber okay. Du hast ihn gehalten, das ist schon mal gut. Ne? Ist es denkbar, dass man auf Schalke ein System fährt, wie man zum Beispiel bei Real Madrid kennt, dass man einen Pokaltorwart hat und einen für die Liga? Ist sowas denkbar? Ja, denkbar ist alles, aber ich weiß nicht, ob ich da jetzt ein Freund von bin. Aber das hat man mal gemacht. Wir haben das auch schon gemacht, nicht nur Real Madrid in der Vergangenheit bei irgendwelchen Clubs. Ich kann jetzt keine Beispiele nennen, aber wir haben das auch schon mal gemacht. Ob wir das jetzt bei Schalke handhaben, ich will jetzt nicht vorweggreifen. Ja, möglich ist alles. Das wäre natürlich, um dem Fabian vielleicht auch noch mal so einen kleinen Anreiz zu geben, vielleicht eine Idee. Jetzt greifst du schon vorweg. Ich will noch gar nicht so weit gehen. Wie gesagt, ich bin erstmal froh. Wir haben zwei richtig klasse Torhüter. Wir haben eine super Konkurrenzsituation. Und das merkt man jetzt in jedem Training. Das ganze Trainingsniveau ist nochmal deutlich gestiegen. Und das macht mir einfach Spaß. Wann sagen Sie Timon Wellenreuter, dass er raus ist und ich noch die neue Nummer 3 bin? Ja, ich lasse das jetzt noch mal so ein bisschen Revue passieren. Ja, ich habe einige gute Ansätze gesehen, ja, aber ich glaube, es ist noch ein weiter Weg für dich. Okay? So macht man mal den Torhüter. Genau, alles klar. Herr Gerke.